Zuckerjagdwurst Podcast in der 4. Episode, oder? Folge. Stimmt, Episode sagt man nicht. In der 4. Folge. Episode sagt man nicht. Wir haben uns sehr gefreut auf eure ganzen Nachrichten, auf eure ganzen Reaktionen zu den ersten 3 Folgen, die wir schon online gestellt haben. Und schließ mal direkt an mit der 4. Ja, ich glaube, vielen Dank für das Feedback. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gelesen. Ich bin noch sehr scheu. Ja, du hast alles gemieden. Also du hast jegliches positives Kommentar nicht gelesen und jegliches negativ gab es ja nicht viel, aber hast du auch komplett gemieden. Gab es nicht viel? Es gab negativ? Ich glaube, es gab auch nicht. Es war ja alles sehr, sehr, sehr lieb und sehr nett tatsächlich. Ja, also vielen Dank dann dafür. Ich freue mich, dass ihr das gemacht habt, auch wenn ich es nicht gelesen habe. Ich finde es wirklich noch ein bisschen schwierig. Ich freue mich auch, dass wir das gemacht haben, diesen Podcast. Aber es ist schon eine Hemmschwelle. Ich kann mich auch wirklich nicht selber hören. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch noch ein bisschen scheu, was dann Feedback angeht. Also ich habe ganz gemeint, ich wollte nichts Negatives lesen, aber ich habe auch keinem geglaubt, der was Positives gesagt hat. Gerade bei unseren Freunden haben wir auch gemerkt, dass wir, glaube ich, zu jedem gesagt haben, dass sie sich das nicht anhören müssen. Weil wir das Gefühl hatten, das ist so eine, für diese vielleicht eine Pflicht. Ja. Das wollte man ja auch irgendwie nicht. Aber ich habe schon so ein paar Sachen immer gehört, sozusagen, wenn direkt Leute zu mir zukamen, konnte ich ja nicht weghören. Nein, hör auf zu reden. Ja, ungefähr so habe ich es probiert. Aber ich fand es tatsächlich sehr aufregend, weil es nach langer Zeit mal wieder sowas war, wo man nicht wusste, wie es ankommt, wo man nicht irgendwie so eine Regelmäßigkeit ja schon kennt. Und es war irgendwie ganz aufregend, das mal zu probieren und zu gucken, wie die Leute so reagieren. Ja, so direktes Feedback bekommt man ja wirklich auch nicht immer. Und gerade wenn man jetzt, wie wir, viel auf Instagram macht, wo alles, also wo wir sehr, sehr selten wirklich negatives Feedback bekommen und alle wohlgesinnt sind, war das natürlich jetzt generell auch nochmal eine neue Hemmschwelle mit neuen Plattformen und so und wie die Menschen da sind. Aber generell wurden wir anscheinend nicht so sehr verstört, dass wir nicht weitermachen nach den ersten Folgen. Deswegen machen wir heute weiter, haben ein neues Thema im Gepäck und werden ganz am Ende auch nochmal über unsere Monatsvorsätze sprechen vom letzten Mal. Dazu aber später. Und vielleicht fangen wir ja an mit so einem kleinen, was ist heute jetzt der 20. Mai, wenn wir das aufnehmen? Ja. Was hast du denn alles im Mai bisher gemacht, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Ach, bei mir ist, so viel habe ich gar nicht gemacht im Endeffekt. Ich schreibe ja gerade Masterarbeit, das heißt, ich war viel in der Bib unterwegs, habe viel Meal Prep davor betrieben, damit ich immer schön Mittagessen dabei habe. Aber ich glaube, dein Mai war ein Darf bisschen... Darf man Essen in die Bibliothek nein, mitnehmen? Nein. Machst man geht das? Ja dann immer raus, setzt sich kurz in die Sonne, isst was. Auch was ist der lustig. Beste Meal Prep-Tipp? Oder hast du irgendwas gelernt für das Meal Preppen? Nee, was? Jetzt, ich konnte ja davor auch schon Meal Preppen. Habe jetzt nicht so viel dazugelernt in den letzten 6 Wochen. Aber was man vielleicht noch dazu sagen kann, zu dem Thema allgemein, meine Masterarbeit ist ja über Podcasts. Dadurch ist ja unter anderem auch dieser Podcast hier entstanden. Liebe Grüße an meinen Professor, der sich das hoffentlich hier nicht alles anhören muss. Genau, deswegen befasse ich mich ja tatsächlich gerade 100% irgendwie mit Zuckerjagdwurst und Podcasten und so. Ja, aber ich glaube, dass dein Mai viel spannender war. Du warst doch die letzte Woche in London. Ja, das ist eigentlich auch gemein. Es wirkt jetzt vor allem auch so, als wäre ich ständig auf Reisen. Die Reise, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, war ja aber jetzt auch schon lange Zeit her und ist, glaube ich, sozusagen mehr oder weniger mein Jahresurlaub gewesen. Ja. Und jetzt war ich einfach zufällig im Mai schon lange geplant, ein Wochenende in London. Den Rest des Mais war ich jetzt aber auch nicht weg. Das wirkt jetzt auf die Podcast-Hörer vielleicht so, als wäre ich jede Woche einen Monat weg. Aber war ich nicht. War jetzt nur ein Wochenende in London. Und das war tatsächlich sehr anders als sonst, wenn ich mich immer krass vorbereite, wie wir das ja erzählt haben, konnte ich dieses Mal entspannen, weil ich wusste, unser Guide ist mega voll. Ich muss nichts dazu setzen, sondern kann eher sozusagen deine Liste abarbeiten. Habe mir ja noch mal vorher von dir die Must-Haves abgeholt, weil deine Liste sehr lang ist. Und hatte dann im Prinzip 3 Tage Zeit, um mal ein paar Sachen auszuchecken. Ich bin ja sehr gespannt, wie es dir gefallen hat und was du gegessen hast, weil wir haben wieder nicht drüber geredet. Und für mich ist ja London wirklich eine der vegan-freundlichsten Städte, wo ich bisher auch das mitbeste Essen, glaube ich, gegessen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob du das auch so siehst. Auf jeden Fall stimme ich dir zu, was die vegan-freundlichste Stadt mit war. Also ich fand, ich habe wirklich gar keine Probleme gehabt, an unterschiedlichsten Orten, die auch jetzt nicht rein vegan oder vegetarisch waren, irgendwas Veganes zu bekommen, bis hin zum Pub sozusagen,
dass da auch irgendeine Art von Essen angeboten wurde, bis hin zu veganen Fish and Chips, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ich war aber auch wirklich schon ganz lang nicht mehr da. Und dann habe ich von deinen Tipps, ich war im Ichai in Shoreditch. Ist natürlich generell eine total, also sowas würde ja in Berlin auch mega funktionieren, dieser Boxpark, den es da gibt, der im Prinzip nur aus so Containern besteht, in denen nur so ganz, ganz auf kleinem Feld so ein paar Läden teilweise und oben dann so also Imbisse, Restaurants ihre Ecken haben. Das war wirklich irre lecker. Mhm. Wir haben, glaube ich, so ein Banh Mi und unter anderem so einen veganen Fischbau bestellt. Und ich habe vorher schon bei denen gesehen, dass dieses die letzte Woche, das ist jetzt die letzte Woche gewesen, wo sie den angeboten haben, weil sie jetzt auf so eine Sommerkarte schwenken. Mhm. Und da haben ganz viele drunter geschrieben, dass sie den doch bitte nicht jetzt aus dem Menü rausnehmen sollen. Dann war ich halt mega froh, dass ich den noch testen konnte. Und ich weiß, hast du den damals gegessen? Gab's das? Nee. Ich weiß nämlich wirklich nicht, woraus das war. Das war von der Konsistenz wirklich sehr, sehr nah an so Fischstäbchen dran. Mhm. Also von der Faserigkeit kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Tofu war, aber es war schon auch ein Block sozusagen. Mhm. Von daher kann es jetzt auch nicht irgendwie was anderes zusammengepumpt. Also dann waren auch Algen halt drum, klassisch und paniert und es war wirklich wahnsinnig lecker. Und nebenan bei einem anderen Laden, dessen Namen ich gerade vergessen habe, haben wir noch vegane Chicken. Nee, Quatsch, hatten wir eine frittierte Jackfruit. Teil. So wie so eine Art Bällchen sozusagen, mit mehreren Soßen drauf, auch ganz lecker. Und dann bin ich sozusagen, zweite Highlight war ja dein... oh mein Gott, ja, Temple of Seitai. Exakt, ich glaube übrigens, da heißt Temple of Hackney mittlerweile. Ja, ja, es gibt verschiedene Standorte und die heißen dann immer unterschiedlich, ja. Okay, da waren wir. Ich muss sagen, ich fand es sehr gut, aber ich habe absolut falsch bestellt. Darüber habe ich mich ein bisschen geärgert im Nachhinein, weil du mir noch gesagt hast, dass ich unbedingt diese Popcorn Bites holen sollte. Habe ich die genommen. Mhm. Und dann dachte ich, aber ich will noch andere Wings probieren. Dann habe ich noch andere Wings genommen. Und dann habe ich wiederum gedacht, okay, jetzt esse ich nur so Wings. Ich brauche noch was Ernsthaftes. Einen Burger habe ich dann nicht genommen, weil da waren ja auch Wings drauf. Ja. Dann habe ich noch eine Portion Mac and Cheese genommen. Ja. Und dann noch extra Bratensoße, weil ich es einfach geil fand, dass sie Bratensoße hatten. Ja. Und es war einfach übertrieben viel. Also wer da mal ist, wirklich... Diese Popcorn-Bites reichen allein ja schon für 3 bis 4 Personen. Und wir hatten dann sozusagen zu zweit eine Popcorn-Bites, 4 Wings und Mac and Cheese und Bratensoße. Oh mein Gott. Und mir ging es richtig, also ich hatte richtig Bauchschmerzen danach. Ey, so war das bei uns aber auch. Ich glaube, bei uns gab es damals halt noch super wenig, weil es so ein ganz, ganz kleiner Laden war. Und es gab da, glaube ich, nur die Popcorn-Bites, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben uns... eine Portion davon bestellt und, glaube ich, noch Sandwiches. Und die Sandwiches waren auch nicht, die waren auch sehr gut, aber die waren jetzt nicht besonders. Also doch, die waren schon ein bisschen besonders, aber die waren im Gegensatz zu den Popcorn Bites jetzt nicht besser. Und dann haben wir das beides gegessen und fanden die Popcorn Bites halt krass lecker. Und wir waren kurz vor Schluss da und dann haben die halt ihre letzten Sachen irgendwie noch verschenkt. Das heißt, wir haben dann nochmal so 3 Portionen davon bekommen und saßen dann mit gefühlt 4 Portionen Popcorn Bites da und es war so unendlich viel. Wir haben das dann auch an die Leute verschenkt, die da vorbeigelaufen sind, weil wir wirklich schon Bauchschmerzen hatten. Also. Ja, also so war es auch. Ich habe aber sozusagen, es lag natürlich wirklich nicht an dem Essen. Ich habe einfach, also das zum Stichwort vegan ist so gesund. Ich habe einfach löffelweise Mac and Cheese in Bratensoße getunkt, weil die Kombination so lecker war. Und dann noch dazwischen noch so, ich habe auch noch Hot Wings bestellt und so. Und es war halt wirklich lecker, aber es war einfach wirklich viel zu viel. Aber ein sehr guter Laden, finde ich. Auf jeden Fall. Auch eine gute Ecke, wirklich. Ist auch eine interessante Ecke da. Genau, das waren so ein bisschen die Sachen, die du hattest. Und dann bin ich irgendwann so beim Laufen an einem Subway vorbeigekommen und habe gesehen, dass die auf einmal so ein Plakat mit veganem Essen da hatten und hatte das noch nie in Deutschland gesehen. Und ich glaube, es gibt es auch nicht in Deutschland. Nee. Wir hatten das ja auch bei Instagram gepostet und soweit uns die Leute geantwortet haben, gibt es diese Art von Patty, so eine Art Gemüsepatty auch in Deutschland, aber mit Ei, ist also vegetarisch. Und ja, das war bisher auch mein Stand und den habe ich dann mal ausgetestet. Muss ihm aber so ein mittelgutes Urteil leider nur geben. Aber was war das für ein Patty? Also es war eigentlich nur Gemüse vor allem. Also war es dann so ein weiches Genau. Ding? Also ich fand auch, das für mich war wirklich eher auch die Konsistenz
die war okay, die hat dem Sandwich generell geholfen. Das war schon besser, als nur Gemüse da drin zu haben tatsächlich. Aber ja, es hat einfach nichts geschmeckt. Also wenn ich nur den Patty gegessen habe, dann hätte ich dir nicht sagen können, was da drin war. Aber es war angeblich so Mais, hat man auch gesehen. Es soll Paprika noch drin gewesen sein, ein bisschen Spinat. Das hat schon sehr, sehr zurückhaltend, möchte ich sagen, geschmeckt. Und ich habe auch wieder festgestellt, ich finde Subway, ich war da halt, keine Ahnung, wie Ewigkeiten nicht. Ich finde das Konzept ja eigentlich cool, dass man sich so alles zusammenstellen kann, aber es überfordert mich natürlich direkt, allein zwischen, keine Ahnung, 6 Broten zu entscheiden. Und ihre erste Frage nach dem Brot war, ob ich Käse, welchen Käse und ob ich Käse drauf haben möchte. Und das hat mich halt total verwirrt. Aber natürlich gibt es ja auch Leute, die den veganen Patty wollen, aber nicht vegan sind. Aber ich war wirklich so, was? Moment. Ich bin jetzt doch vegetarisch. Und dann auch mit den ganzen Toppings. Also ich finde es irgendwie, ich fand es dann doch ein bisschen zu verwirrend. Aber ich bin mal gespannt, ob es den dann auch irgendwie in Deutschland gibt bei Zeiten. Ob das schon geplant ist. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber vielleicht ist es erstmal der Testmarkt oder so. Ja, ich glaube, aktuell testen die tatsächlich in Großbritannien ganz viel und gucken dann, was sie so ausweiten können und was nicht. Ja. Mal sehen. Aber damit sind wir eigentlich dann auch tatsächlich schon direkt reingeschlittert in unser heutiges Thema. Ja. Nachdem wir über unsere Reisen gesprochen haben und jetzt auch schon wieder ein bisschen, wollten wir gerne mal ein ganz anderes Thema angehen und haben uns ein aktuelles, nicht unbedingt wenig diskutiertes Thema herausgegriffen. Ja, auf jeden Fall. Wir reden so ein bisschen darüber. Das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass es bei McDonald's, bei Burger King aktuell nur noch in den USA, aber mal gucken, wie es da ist. Und bei ganz vielen anderen Ketten wie KFC, Pizza Hut und jetzt eben auch Subway vegane Produkte gibt. Bei KFC? KFC arbeitet auch gerade an veganen Chicken Wings. Ja. Also wirklich jede Kette, jeder denkliche Kette promotet gerade so ein bisschen dieses vegane Thema bei sich. Und deswegen wollen wir mal so ein bisschen darüber reden, ist das cool, ist das nicht cool, sollte man das unterstützen oder nicht? Wir haben das ja seit ein paar Jahren auch schon im Supermarkt ganz schön doll zu finden, gerade Firmen wie so Rügenwalder, Mühle oder Wiesenhof machen ja auch super viele vegane Produkte. Also allgemein dieser Trend, dass halt Fleischproduzenten auf einmal auf diesen veganen Hype aufspringen. Das ist übrigens alles natürlich Werbung wegen Markennennung. Ja. Die ganze Folge und alles unbezahlt. 100%, ja, genau. Genau, und darüber wollen wir so ein bisschen reden. Ja, du hast dich ja ein bisschen vorbereitet, fand ich toll. Du hast ein bisschen recherchiert. Ja. Möchtest du uns mal einen Einblick kurz geben für alle, die das ein bisschen verpasst haben und uns mal kurz sagen, was der aktuelle Stand ist, was es aktuell so gibt? Also natürlich können wir das jetzt nicht in seiner Gesamtheit festhalten und über alle möglichen Sachen sprechen, aber so ein paar Sachen, die aktuell im Gespräch sind. Ja, also wir können ja mal anfangen mit McDonald's. Ich glaube, das ist gerade so das Aktuellste, was passiert und worüber so die meisten Menschen auch gerade reden. McDonald's hat jetzt vor ein paar Monaten, ich glaube Ende April war es, den Big Vegan TS veröffentlicht. Wofür steht eigentlich TS? Tasty Snack? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Genau, den gibt es jetzt in allen Läden zu kaufen. Das Patty, was auf diesen Burgern drauf ist, machen die aber gar nicht selber, sondern kommt von Garden Gummi, was zu Nestle gehört. Genau, und den kann man jetzt überall in Deutschland kaufen. Bei Burger King ist es so, Burger King testet gerade in den US super viel rum mit veganen Burgern. Der Burger heißt dann Impossible Whopper und dieses Patty kommt tatsächlich von Impossible Foods, die wir ja auch in der letzten Folge ganz schön viel besprochen haben. Genau, und das wird jetzt bis Ende 2019 in den USA getestet und mal gucken, ob das dann auch nach Deutschland kommt. Die dritte Kette ist KFC, Kentucky Fried Chicken. Die arbeiten aktuell auch an veganen Veggie-Alternativen, aber die haben noch nicht so wirklich announced, was sie machen wollen. Ich glaube, Burger und Chicken Wings sind im Gespräch, aber mal gucken. Dann Pizza Hut. Die haben ja auch in Großbritannien schon diese Käse-Jackfrucht-Pizza, die ja wohl mega krass sein soll. Hast du das probiert? Nee, ne? Nein. Ja, und das haben die auf jeden Fall wohl schon in Großbritannien. Mal gucken, wann das nach Deutschland kommt. Aber das soll halt mega der Erfolg sein. Also alles, was ich gelesen habe, war sehr, sehr positiv. Ich google mal parallel, wie das aussieht. Ja, die haben inzwischen sogar 3 vegane Pizzen. IKEA, würde ich jetzt mal hier mal mit aufführen, weil es auch ein sehr, sehr großes Unternehmen ist. Die haben ja seit September 2018 den veganen Hotdog. Haben jetzt seit April 2019 auch das Soft Ice. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert. Hä, aber das gibt es schon? Ja, das gibt es schon. Richtig gut vorbereitet. Aber auch erst seit ein paar Tagen, ein paar Wochen, glaube ich.
Also wirklich noch nicht lange. Aber den Hotdog hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis genau. Die wirklich überall da waren. Ja, ja, ja. Aber IKEA arbeitet ja wohl auch an neuen Fleischbechern. Die haben aktuell ja diese Fleischbeche mit Gemüse, diese Grönskapula oder wie man das auch immer ausspricht. Und die wollen ja jetzt wohl auch was Fleischähnlicheres produzieren und gucken gerade aktuell, wie sie das machen können, was sie da machen können, sodass die eben so ein bisschen ähnlicher wie das Schöttbula werden, die es ja schon seit ganz, ganz, ganz lange gibt. Ja, aber leider ja nur zum Kaufen. Das hatte mich damals wirklich ein bisschen enttäuscht, dass man die, also okay, zum Kaufen die anderen kriegt man ja so geschenkt. Nein, ich dachte mal am Anfang, dass es die dann wirklich im Imbiss direkt gibt. Die, das fand ich eigentlich, diese Gemüsebällchen? Ja, und gab es ja nie. Die gibt es ja immer nur in so einem Packen zu kaufen, oder? Oder hat sich das geändert? Na, die sind im Restaurant, die sind nicht im Imbiss. Ja, genau. Und das hätte ich eigentlich geil gefunden. Ich dachte sozusagen am Anfang, dass das ist, das fand ich immer ganz geil. So eine kleine Box mit so 6 kleinen Bällchen. Ja, das fände ich auch geil. Aber mich hat es eher gestört, dass es diese Bällchen im Restaurant gibt, aber dass es keine geile Rahmsoße dazu gibt. Also ich fand es dann irgendwie so ein bisschen lachhaft, dass man Kartoffeln mit diesen Bällchen kriegt und dann kriegt man eine Tomatensoße dazu. Das ist halt so, what? Oder halt ganz viel Preisesoße, aber... Ja, war irgendwie noch nicht so richtig ausgreift, aber sie arbeiten ja dran, mal sehen. Keine Ahnung, was da so noch kommt. Genau, und Subway haben wir euch ja schon erzählt. Also es ist tatsächlich gerade super viel los, was da so gemacht wird und getan wird. Genau, hast du schon irgendwas davon probiert, außer jetzt Subway? Ich habe... Warst du bei McDonald's? Habe ich den IKEA Hotdog gegessen? Ich glaube nicht. Also ich habe den gegessen und ich fand den leider ein bisschen fad. Und deswegen überlege ich, ob ich den gegessen habe, weil du als Influencerin dir vertraue ich. Wenn du sagst, dass der nicht so schmeckt, dann ich überlege gerade, weil ich finde tatsächlich bei IKEA, was für mich gang und gäbe, einfach ein Brötchen zu holen. Aber ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele, dass man das einfach machen kann. Ja. Aber die haben das auch richtig so in der Kasse mit drin. Das kostet 50 Cent. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch einfach nur das Brötchen holen. Und macht einfach die Toppings drauf. Und es hat mir irgendwie gefühlt immer ein bisschen gezeigt, dass sich das Uninteressanteste an einem Hotdog das Würstchen ist. Ich bin wirklich, ich komme komplett klar mit der Kombination aus Ketchup, Senf, Gewürzgurken, Röstzwiebeln. Reicht mir wirklich komplett aus. Und diesem weichen Brötchen. Also gefühlt ist das Würstchen mehr oder weniger so ein bisschen eine Konsistenzsache für mich. Aber ich finde, ein Hotdog kommt mega gut ohne Dog aus. Ja, vor allem, wenn man die Wurst dann probiert und sie schmeckt halt nach nicht wirklich was, dann kann man sich das halt wirklich sparen. Das war eine Gemüse. Ja, das ist halt eine Gemüsewurst und die ist halt einfach sehr ungewürzt, sehr unherzhaft. Das ist halt einfach so, netter Hülsen. Mhm. Aber nein, bis auf, falls ich das, dann habe ich es verdrängt, dann heißt das aber irgendwie auch nichts Gutes beim IKEA-Hotdog. Also eventuell habe ich den gegessen und es vergessen. Oder ansonsten war es nur das... Sandwich bei Subway. Ich wurde ja tatsächlich in den letzten Wochen relativ häufig sogar darauf angesprochen, ob ich bei McDonald's war und den Burger schon probiert habe. Habe ich aber nicht. Und ich glaube... aber ich werde es auch, glaube ich, nicht tun. Ja, da sind wir jetzt eigentlich auch da, dann wirklich jetzt in der sozusagen heißen Diskussion, um die es heute gehen soll. Also wie wir das natürlich finden. Wir werden aber auch im Anschluss nochmal, weil wir das ein bisschen... langweilig gefunden hätten, jetzt auch nur über unsere Meinung zu sprechen, hatten wir euch auf Instagram mal gefragt, was ihr dazu sagt. Und es kam unglaublich viel Feedback darauf zurück. Und unfassbar lang und ausführlich und super emotional. Mir ist auch wieder aufgefallen, wirklich diese Frage, so gut diese Frage Option generell ist, sie ist leider wirklich ganz schlecht für Leute, die ein bisschen ausführlichere Sachen und Antworten geben wollen. Das tut uns leid. Also ihr habt euch da wirklich toll durchgekämpft. Wir haben teilweise so 8-teilige Antworten als Antwort. Das war wirklich sehr süß, aber vielleicht überlegen wir uns dann mal ein besseres System. Damit, ich glaube, in Nachrichten kann man ja zumindest länger schreiben, aber irgendwie ist auch cool, dass man da bei den Fragen alles auf einen Blick hat. Vielleicht stellen wir euch auch einfach eindeutigere Fragen. Ja, das war ein sehr spezielles Thema. Und ich glaube, gerade bei so Themen wie McDonald's, wie Burger King, wenn es dann auch um Nachhaltigkeit und Tierschutz und so geht, da kann man es, glaube ich, nicht so richtig vermeiden, dass die Leute da ausholen, dass die da nochmal ihre Gedanken, ihre Erfahrungen teilen. Und das waren ja sehr lange Geschichten, die wir da echt bekommen haben. Ja, also wir werden jetzt das natürlich auch nicht alles vorlesen können. Ja. Wir haben es ein bisschen auch zusammengefasst, euer Feedback, und uns ein paar Sachen rausgepickt, die so exemplarisch sind. Wir werden aber wahrscheinlich, wenn ihr auf zuckerundjagdwurst.com geht,
nochmal einen kleinen Artikel dazu haben zur heutigen Podcast-Folge, in der wir dann ein paar mehr Meinungen zumindest mal zitieren und das ein bisschen noch sozusagen ausschmücken, weil für all das wäre jetzt, bräuchten wir sonst 5 Stunden und das. Ja. Wie ist es denn bei dir? Warst du schon bei McDonald's? Nee, in meinem Leben, ja. Und es ist wahrscheinlich Ewigkeiten her. Vielleicht war ich da 11 oder so das letzte Mal. Dadurch, dass ich relativ früh Vegetarierin wurde und es damals auch eigentlich nicht so viele Möglichkeiten gab, glaube ich. Also ich erinnere mich tatsächlich, dass ich damals in meiner Phase, wo ich dann Vegetarierin wurde, mal bei solcher Art von Läden, aber ich glaube, es war eher Burger King, glaube ich, wie so eine Strip-Down-Version einfach geholt habe. Also da gab es, glaube ich, kein Patty, sondern ich habe einfach nur Brötchen, Senf, Ketchup, Gewürzgurken. Das ist wie eigentlich mein Hotdog. ich gebe mich mit wenig zufrieden. Nein, tatsächlich werde ich es nicht tun. Und es ist meine persönliche Meinung, also das merkt man ja auch an den Antworten, dass das Thema heiß diskutiert ist. Und ich glaube, es gibt 2 Ebenen, finde ich, für mich persönlich bei all diesen Thematiken, sei es jetzt McDonald's oder sei es auch Rügenwalder und Wiesenhof. Ich finde, es gibt für mich eine generellere, eine übergeordnete Antwort darauf, ob ich das generell gut heiße oder nicht und ob ich es dann privat aber konsumiere oder nicht. Mhm. Und da bin ich bisher bei der Meinung, dass ich es sehr gut finde, dass es das gibt. Ich finde, je mehr vegane Sachen, desto besser finde ich das. Ich finde es gut, dass solche Ketten, die eine ganz andere Zielgruppe nochmal haben, auch eine ganz neue Tonalität geben können, dem ganzen Thema auch wirklich eine sehr, sehr breite Masse zugänglich machen können und auch was den Preis angeht und bestimmte Leute, die sich halt einfach, die das bisher für eine sehr versnobte Ernährungsweise vielleicht gehalten haben, die man sich nicht leisten kann, jetzt dann vielleicht mal die Möglichkeit haben, das mal auszutesten, dass diese Hürde im Prinzip gar nicht so groß ist, weil du eben nicht vielleicht diese Voreinstellung hast, du müsstest jetzt ja in den Bioladen gehen, um für 8 Euro dir irgendwas Teures zu kaufen, sondern sie sich vielleicht jetzt einfach mal, um es auszuprobieren, wenn sie bei McDonald's einkaufen wollten, vielleicht mal einen Vegan holen und dann vielleicht einen Zugang zu diesem Thema finden, den sie sonst nicht gehabt hätten. Und vielleicht funktioniert das über solche Läden einfach dann doch ganz gut. So, auch wenn natürlich es deutliche im Prinzip Nachteile gibt und dass man diese Ketten generell eben auch mit Vorsicht genießen sollte. Oder was sagst du? Ich sehe das sehr ähnlich. Ich finde immer jeden Schritt, der irgendwie pflanzliche Produkte promotet, der irgendwie auf die vegane Lebensweise aufmerksam macht, finde ich gut. Egal, ob das durch McDonald's kommt, egal, ob das durch Rügenwalder kommt, finde ich es immer besser, wenn Produkte produziert werden ohne Tier als mit. Punkt. Und das würde ich immer unterstützen. Klar, ich würde mir jetzt keine Wiesenhof-Wurst kaufen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, zu McDonald's zu gehen. Das reizt mich überhaupt nicht. Aber wenn nur 1% des Umsatzes von McDonald's vegane Burger sind statt Fleischburger und somit ein paar hundert Tiere und wenn es auch nur eins ist, damit geschützt wird, finde ich, ist das ein guter Schritt. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob sie wirklich auch geschützt werden, dann in dem Sinne, weil produziert ist es ja, aber klar, ob dann auf Zukunft sich die Märkte ein bisschen vielleicht verschieben und man durch mehr Nachfrage dann vielleicht auch ein bisschen die Angebote anpassen kann in der Zukunft. Ja. Das wäre natürlich wünschenswert, ob das dann tatsächlich passiert oder ob einfach nur genauso viele produziert werden und vegane, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob das tatsächlich einen Einfluss. Aber wenn auch nur einer von 100 Leuten sich statt einem normalen Burger einen veganen kauft, ist es doch gut. Und allgemein diese Sichtbarkeit, die man dann eben bekommt von der veganen Lebensweise, dass es einfach an Leute herangetragen wird, die vielleicht gar nicht so viel damit normalerweise zu tun haben, ist super. Und ich glaube, es hilft auch sehr, sehr vielen Veganern tatsächlich, die wirklich mal Bock haben auf McDonald's. Also was ich so gelesen habe, war tatsächlich, dass sich auch viele gefreut haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ja auch gut, dass es im Prinzip, dass es offensichtlich ein Tabu war und dass es viele Leute jetzt auch gibt, die sich im Prinzip jetzt in so einer kleinen Underdog-Position jetzt mal dazu bekennen, dass sie eigentlich sich wirklich freuen, weil sie gern vielleicht bei McDonald's gegessen haben, vegan geworden sind, dann nichts mehr bekommen haben. Zumal das ja auch nicht stimmt. Es gab ja tatsächlich auch vorher keinen Burger zwar, aber ich meine, wer wollte, konnte zumindest die Pommes essen. Und die Apfeltasche. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, man konnte sich, glaube ich, auch bei Burger King schon einen veganen Burger zusammenstellen mit ein paar Abstrichen, einfach keinen Käse zu nehmen und so. Ja.
von daher finde ich das auch irgendwie interessant, jetzt zu sehen, dass sich jetzt mehr Leute trauen, auch einfach mal zu sagen, ja, es ist halt so irgendwie und das vielleicht jetzt einfach dadurch, dass sie merken, andere Leute gehen da auch hin, dann trauen sie sich das zu sagen. Für mich ist das dann auch eben für die angesprochene persönliche Ebene, die finde ich eigentlich super interessant. Ich habe da halt sehr viel drüber nachgedacht, jetzt an meinem Wochenende, als ich bei Subway war, weil ich gemerkt habe, und ich glaube, deswegen ist dieses Thema ja auch so, es gibt ja keine einfache Antwort darauf. Man kann jetzt eben nicht sagen, das ist doof, Punkt. Und ja, alle können das mit Argumenten belegen. Ja. Sondern es ist einfach ein höchst emotionales Thema auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die jeder für sich selber, glaube ich, einfach so ein bisschen beantworten muss. Und ich glaube, das ist sozusagen das Schwierige. Man muss halt lernen, andere Meinungen zu akzeptieren, die eben nicht auf Fakten sich stützen können, sondern einfach nur auf einem Gefühl. Denn ich habe mich auch gefragt, warum bin ich denn eigentlich direkt zu Subway reingegangen und habe das probiert, obwohl die ja auch sonst keine großartig veganen Sachen haben. Ja. Also man konnte sich bisher da auch immer ein veganes Sandwich zusammenstellen, aber es bestand, glaube ich, nur aus Barbecue-Soßen und Gewürzgurken. Und warum habe ich das gemacht und warum bin ich auch bereit, bei IKEA das zu machen? Und warum weiß ich, ich werde nicht diesen Burger bei McDonald's essen, weil ich zum einen nicht McDonald's essen möchte und weil für mich wirklich auch diese Komponente, dass es dann zusätzlich wirklich eine sehr eine sehr krasse Kombination von Nestle und McDonald's auch noch ist und ich privat auch keine Nestle-Produkte esse, warum sollte ich dann sozusagen, nur weil es den jetzt gibt, den essen, wenn ich ja auch wirklich viel, viel geilere vegane Burger bekommen könnte sozusagen. Das ist jetzt so für meine persönliche Ansicht sozusagen, die eben eine andere dann vielleicht auch ist. Also ich heiße es im Generellen gut, dass es Leuten Zugang gibt und auch wer das machen möchte, dem würde ich jetzt einfach auch schwierig einfach einen Vorwurf machen. Aber ich finde dann trotzdem, dass man darüber hinaus hoffentlich einfach nicht vergisst, trotzdem, dass das jetzt nicht heißt, dass McDonald's ein geiles Unternehmen ist, das jetzt halt geile vegane Sachen macht und alles ist jetzt cool. Und sie können jetzt alle das unbedarft irgendwie und unhinterfragt genießen. Es wäre natürlich geil, wenn es daran dann ein Umdenken gibt, aber generell muss man das schon alles gerade mit Nestle auch noch in Kombination so ein bisschen kritisch, glaube ich, sehen. Ja, ich glaube, also was ich auch viel dann gelesen habe, als ich mich so ein bisschen reingelesen habe, ist tatsächlich, dass wir natürlich aus einer sehr entspannten Position hier in Berlin reden. Wir kriegen halt an jeder Ecke irgendwas Veganes. Wir können halt Burgerläden unterstützen, die vegane Burger haben, anstatt zu McDonald's zu rennen. Aber es gibt nun mal auch sehr viele Leute, die halt nicht diesen Luxus haben wie wir, die vielleicht auch andauernd unterwegs sind, andauernd auf Autobahn unterwegs sind und halt mega den Hustle haben, irgendwas Veganes unterwegs zu finden. Und für die ist das halt jetzt irgendwie krass. Also für die ist das so ein bisschen einfach eine kleine Hilfe. Deswegen muss man auch immer gucken, aus welcher Situation sieht man das, aber generell auf jeden Fall würde ich das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ja, ja genau. Deswegen hat das ja auch so ein bisschen eben den Hintergrund gehabt, dass wir eben das nicht nur aus unserer Perspektive sehen wollen, sondern auch euch gefragt haben, wie ihr das so seht. Hast du so ein bisschen das gelesen, die 1 Million Nachrichten? Ich habe mich versucht, zumindest so ein bisschen durchzukämpfen und habe das mal so ein bisschen eingeteilt in Pro und Contra. Ach, also wir haben. Man merkt, wer hier an der Masterarbeit sitzt und sehr gut vorbereitet. Und die meisten Kommentare waren tatsächlich sehr ausgewogen, finde ich. Also wir haben viele Nachrichten bekommen, die wirklich relativ reflektiert waren und gesagt haben, ich finde es mega gut, dass McDonald's jetzt das macht, irgendwie diese Prominenz der veganen Lebensweise irgendwie so gegeben wird. Aber natürlich ist es halt McDonald's und man sollte auch darauf. Also es war immer sehr ausgeglichen und echt ganz, ganz schön. Es gibt ja auch sehr viele Diskussionen über vegane Themen, die sehr unangenehm sind. Da sind wir tatsächlich verschont geblieben. Also das war wirklich sehr angenehm, sich das alles durchzulesen. Und vielleicht kann man ja so ein bisschen mit Contra anfangen. Also Contra waren auf jeden Fall 3 große Gründe, die immer so gebracht wurden, wenn es eben um die vor allem veganen Burger geht. Es war auch eigentlich ganz interessant, dass du gefragt hast, so, also in dieser Insta-Story haben wir von Rügenwalder geredet, wir haben Burger King, wir haben McDonald's erwähnt, aber im Endeffekt ging es nur um McDonald's. Also wirklich ganz wenige haben dann wirklich was zu Rügenwalder geschrieben, aber niemand hat sich dann irgendwie auf Burger King bezogen. Ja, das ist einfach wirklich gerade so das Thema, glaube ich, dass einem, wenn man ein bisschen in veganen Foren, Gruppen unterwegs ist, so wirklich eben genau diese konträren
Unterschiede, konträre Unterschiede, das ergibt ja gar keinen Sinn, diese konträren Meinungen hervorgerufen hat von Leuten, die das gepostet haben mit dem Bild und sagen, geil, den gibt's ab heute und direkt zu McDonald's reingerannt sind und Leuten, die geantwortet haben, Gott. Wahnsinn, also wie kann man das seit Ewigkeiten meiden und dann rennt man den Laden ein, nur weil sie jetzt mal auf den Trichter gekommen sind, dem Trend zu folgen und aber sich eigentlich nicht um Tiere scheren. So, ich glaube, das sind so die Großen, ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist ja dann auch einer, also eigentlich der größte Kontrapunkt immer gewesen. McDonald's ist ja nicht nachhaltig, McDonald's ist nicht fair, McDonald's interessiert sich auch nicht für das Wohl der Mitarbeiter oder der Tiere. Deshalb sollte man eigentlich auch McDonald's nicht unterstützen. Das war so der größte Punkt. Dann war natürlich noch das Thema vom Greenwashing, vom irgendwie, wir müssen jetzt so tun, als wären wir irgendwie ganz innovativ und cool und würden hier irgendwie uns voll interessieren dafür, was die Leute wollen und wie es den Tieren geht und so. Was man natürlich auch nur so gemäßt glauben kann. Und der dritte Punkt war halt allgemein, dass die Produkte bei McDonald's einfach krass ungesund sind, dass die Zutatenlisten nicht sonderlich kurz, sondern eher lang sind. Und ich halt weiß gar nicht, wissen wir, woraus der besteht? Ja, der besteht, glaube ich, aus Soja, Weizen und dann halt viele Sachen, die sich nicht so gesund anhören. Bums. Viel Bums. Genau. Also das waren so die Kontrapunkte, die man so ein bisschen zusammensammeln kann. Auf der Pro-Seite kam, wie ich finde, ein bisschen mehr sogar. Also klar, die Kontras sind auch riesig, muss man sagen. Also da kann man noch nicht viel gegen sagen, natürlich. Was ja auch alles stimmt. Also stimmt auch alles wirklich, was gesagt wurde, ist ja klar. Also sehen wir auch genauso. Auf der Pro-Seite war halt viel so Zeugs von wegen, man muss die Nachfrage natürlich auch steigern, man muss den Konzern zeigen, dass es gut ist, dass sie weiter in diese Richtung gehen sollen, dass es natürlich auch ein guter Weg ist, jetzt einen veganen Burger zu promoten, statt irgendwie den 10. McWhopper, nee, Whopper ist Burger King, ne? McTS, keine Ahnung. TS, wofür ist die TS? Ich google. Ja, google das mal. Als den 10. Burger mit Fleisch jetzt rauszubringen, mit 5 Rindfleisch-Patties drauf, ist das natürlich ein besserer Schritt, als jetzt noch einen Fleischburger zu bringen. Und dann ging es natürlich auch viel darum, dass man den Veganismus so ein bisschen etabliert in der Gesellschaft, dass darüber geredet wird, dass es auch allgemein als normal angenommen wird und nicht als dieses Vegan ist ein bisschen komisch, wo kriegt man überhaupt veganes Essen, sondern dass es so ein bisschen in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt wird. Und da ist natürlich McDonald's ein Riesenplayer, muss man sagen. Und allgemein ging es natürlich darum, dass jeder Weg der Reduktion von tierischen Produkten eigentlich super ist, egal von welcher Firma. Hauptsache, Tiere werden geschützt, die Natur wird ein bisschen geschont. Und da ist es im Endeffekt egal, wer das macht, sondern das Ergebnis ist eigentlich viel, viel wichtiger. Genau. Ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung. Also es war relativ ähnlich, aber wirklich sehr, sehr ausgiebig formuliert, muss man sagen. Aber da sind wir auch sehr glücklich drüber, dass ihr euch da so reingefuchst habt und so Mühe gegeben habt. Das war sehr, sehr nett. Also ich glaube, zusammenfassend kann man dann wirklich sagen, ich glaube, wer eh kein Fleischersatzprodukte isst, wer eh irgendwie das alles komisch findet, dass man Patties macht, die so ein bisschen bluten sollen mit Rote-Bete-Saft und so weiter. Also wer das eh komisch findet, der wird jetzt auch nicht zu McDonald's gehen. Ich glaube, es geht auch viel darum, so Flexitarier damit anzusprechen, die halt mal Fleisch essen und mal nicht und dann vielleicht bei McDonald's auch mal den Vegan TS nehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Veganer jetzt alle zu McDonald's gehen und essen. Also ich glaube, vereinzelt klar, aber ja, es geht ja wahrscheinlich auch einfach nicht darum, sich jetzt täglich 3 Burger zu gönnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Also ich denke, selbst die das geschrieben haben, waren wahrscheinlich erstmal neugierig, verbinden mit McDonald's vielleicht Kindheitserinnerungen oder haben einfach Kindergeburtstag bei McDonald's. Früher, als sie noch nicht Veganer waren, gern diese Art von Burger gegessen und würden das gern wieder haben oder wollen es unterstützen oder was auch immer. Aber es geht ja wahrscheinlich trotzdem, wie uns auch einige geschrieben haben, eben um, man hat einfach mal diese Momente, wo man da Bock drauf hat, auf Fast Food, auf Ersatz, auf einfach mal sowas essen. Oder man ist einfach in einer Situation, wo man vergessen hat, sich die Schnitte für den Weg zu schmieren und ist jetzt an der Rasthaltestelle und braucht was und freut sich dann. Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube eben, dass es ist und bleibt wahrscheinlich ein umstrittenes Thema und ich finde es auch super. Ich finde es auch gut, dass es so eine Diskussion gibt, weil es einfach auch all diese negativen Punkte, die es um dieses Thema gibt, wieder hervorruft, weil es die so ein bisschen ins Bild rückt, weil die diskutiert werden, weil Sachen wie Greenwashing mal diskutiert werden, weil die Produktionsbedingungen besprochen werden. Das alles ist ja super, dass das immer mal wieder einfach ins Gespräch kommt. Und man jetzt sozusagen McDonald's nicht einfach abhakt als den, der halt irgendwie eh nur Scheiße macht,
sozusagen, sondern ob man ja vielleicht auch mit sowas auch bei den Unternehmen vielleicht irgendwie mal wieder irgendwie rankommt und mal das Thema auch bei denen wieder auf die Agenda rücken könnte und vielleicht sich ja auch mehr Änderungen in der Zukunft ergeben könnten. Das, finde ich, wäre zumindest ein sehr positiver Effekt davon. Und ich glaube, diese eigene Entscheidung, ob man das jetzt möchte oder nicht, ja, das wird einfach, das kann man einfach wahrscheinlich wirklich nie ernsthaft rational begründen. Ich kann wirklich nicht begründen, warum ich das bei Subway esse, warum ich Ikea esse, obwohl die genauso komische Fleisch-Hotdogs machen und die sind wahrscheinlich auch nicht nachhaltig produziert. Ja. Und warum es mir bei jemandem wie Burger King und McDonald's einfach halt nicht gelingt, dass ich da auch nur das entfernteste Interesse hätte, da jetzt selber hinzugehen und den zu probieren. Also ich bin auch seit Jahren da nicht gewesen, um Pommes zu essen in der Rasthaltestelle. Also selbst da habe ich es gemieden und finde jetzt für mich persönlich einfach kein Interesse, das zu ändern. Aber auf dieser drüber Ebene gibt es eben schon auf jeden Fall, finde ich, ein paar Punkte, die dafür sprechen, dass es einfach generell mal cool ist, dass auch solche Riesenfirmen sowas machen. Ich meine, man darf auch den Einfluss von McDonald's, Burger King und solchen großen Ketten nicht unterschätzen. Das ist halt krass, wahnsinnig. Ich meine, wenn McDonald's sowas auf die Karte setzt, dann hat das schon einen krassen Effekt so auf Leute. Ja. Ich meine, wie viele stehen bestimmt da und probieren dann das erste Mal in ihrem Leben irgendwas Veganes? Also das darf man auch nicht. Wir sind natürlich so in einer Blase, wir kennen natürlich Leute, die vegan sind. Hier isst natürlich irgendwie jeder irgendwas Veganes. Aber es gibt auch so viele Leute, die haben noch nie mit vegan irgendwas zu tun gehabt, die haben noch nie irgendwas Veganes gegessen. Die gehen halt einmal die Woche zu McDonald's und feiern es ab. Und ja. Vielleicht erspart es zumindest so 2-3 sinnlose Kommentare, ja, dass Veganer nur Salate und, ja, und ja, eurem, denen das Essen wegessen. Ihr wisst schon wie. Gut, aber dann haben wir das Thema noch ganz gut besprochen. Oder? Ich habe jetzt noch einen Funfact als das Live-Google. Oh, hast du TS? Meine Live-Recherche. TS. Und? TS. Steht für 2 Hauptzutaten eines... Ah, Tomato and Salad. Burgers. Salad, richtig. Tomato and Salad. Gott, das ist blöd, ne? Steht für Tomaten und Salat. Das ist ein bisschen die, ja, BLT. Klar. Ja, Bacon, Lettuce, Tomato. Übersetzung, nur anders. Was hätte ich vorhin gesagt? Tasty Snack. Ja. Genau. Könnt ihr euch mal ein Beispiel an Tasty Snackle nehmen? Okay, also ja, wir können jetzt wirklich ganz, ganz viel drüber reden. Wir werden wirklich nochmal in dem Artikel, den wir zu diesem Podcast online stellen, nochmal ein paar tatsächliche Meinungen von euch auch mal nochmal reinschreiben, um das ein bisschen zu bebildern. Aber ich glaube, dass wir werden garantiert auch noch ein paar andere Podcast-Folgen haben, in denen wir uns da wiederfinden in dieser Art von Diskussion, ja, was auch Prioritäten angeht und ob es sowas gibt, wie irgendwas ist wichtiger als, also eben, wie soll man sowas ranken? Wie schätzt man sowas ein? Was ist jetzt das Wichtigste? Ist es eben eine Relevanz und eine Sichtbarkeit zu schaffen? Oder ist es, dass eben es trotzdem viele negative Sachen gibt? Was, wie sollte man entscheiden? Was überwiegt? Kann man das überhaupt? Ja. Das ist auf jeden Fall für einige andere Themen auch noch äußerst relevant. Ja, aber ich glaube, wir haben das ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es allgemein eine gute Entwicklung ist, aber natürlich jeder irgendwie persönlich dann schauen muss, ob es was findet oder nicht. Ja, kommen wir zum unsere Meinung. Unsere Meinung. Kommen wir zum allerletzten Punkt. Das stimmt. Wir machen heute wieder eine knackige Folge. Ja. Das haben uns auch tatsächlich 1-2 Leute ermahnt. Boah, dass wirklich? Dass wir unter 30 Minuten bleiben sollen. Good Lord, wir sind auf jeden Fall über 30. Ja, verdammt, da müssen wir jetzt schnell machen. Also, und zwar geht es jetzt in den letzten 2 Minuten, hoffentlich nur noch, um unsere kleinen Vorsätze, die wir uns ja zu jedem Ende des Podcasts nehmen möchten für die nächsten 4 Wochen. Und beim letzten Mal haben wir uns 2 Vorsätze genommen. Julia hat sich eingenommen und ich auch. Und wir wollen mal gucken, ob wir den eingelöst haben. Julia hat dir einen Beweis geliefert sogar, den ihr auf dem Blog findet. Bam. Ich habe geliefert, sozusagen. Ja. Sogar frühzeitig. Ich habe delivered. Mein Vorsatz war, eine vegane Tiefkühlpizza zu machen. Da sind wir auch gefühlt so bei dem Thema, was den ganzen Podcast schon durchfährt. Super veganes und super gesundes Essen. Ich hatte mich gefragt, warum die Tiefkühlpizza eigentlich so einen schlechten Ruf hat und warum überhaupt vegane Tiefkühlpizzen, wenn es sie denn gibt, so wahnsinnig teuer sind und ob man und sich das nicht eigentlich viel geiler selber machen kann. Ja. Kann man. Das Rezept findet ihr schon auf dem Blog. Also ich glaube, ich habe es vor 2 oder 3 Wochen
hochgeladen. Es geht wahnsinnig einfach. Ich habe gestern tatsächlich zwei meiner kleinen Pizzen warm gemacht. Also es ist wirklich genauso bequem, wie man es sich wünschen würde. Nur eben mit dem Pluspunkt, dass man auch noch selber entscheiden kann, was da drauf kommt und welche Größe man hat und alles Mögliche. Und was da vor allem alles drin ist. Ja, genau. Ihr habt ja wirklich komplett, also es ist ein ganz normaler Pizzateig, den ihr macht. Das heißt, ihr habt ein bisschen Mehl, ein bisschen Trockenhefe, ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz. Ich habe tatsächlich noch ein paar extra Sachen reingemacht, wie schwarzen Sesam und so, weil ich dachte, ich mache was Verrücktes, auch schon im Teig. Das Ganze wird sozusagen, geht ganz normal wie ein Pizzateig und wird dann einfach nur mal kurz für so 3-4 Minuten vorgebacken, dann belegt und dann eingefroren. Also es ist wirklich wahnsinnig einfach und ich glaube, ich werde es auf jeden Fall immer wieder mal machen, wenn ich mir einfach sowieso eine Pizza mache. Also macht man sich halt einfach dann die dreifache Menge und friert einfach 2 Pizzen ein, isst eine davon und hat dann für irgendwelche Notfälle oder wenn man einfach Bock auf eine Pizza hat und nicht das Haus verlassen möchte, die Möglichkeit, das einfach zu machen. Muss ich keine kaufen, muss auch keine bestellen irgendwo. Und kann sie belegen, wie man möchte. Und man kann eben auch diese ganz, ganz kleinen machen, wenn man dann nur mal so einen kleinen Pizzasnackel haben möchte. Ja. Das finde ich... Okay, ich habe es ja auch probiert. Es war wirklich sehr lecker. Stimmt. Sehr knusprig. Bist du auf das Stück Chili gebissen hast. Ja, aber sonst mega. Kann ich auch nur empfehlen. Also wer das machen möchte, das Rezept ist auf Zucker und Jagdwurst online. Was war denn, ich glaube, zu wissen, mich zu erinnern, was du gemacht hast. Und wenn ich die sozialen Medien richtig deute, hast du exakt heute, am Tag der Aufnahme des Podcasts, versucht, deinen Monatsvorsatz zu erfüllen? Diese Aufnahme hat sich so weit hin die ganze Zeit angefühlt. Ich dachte, ich habe noch ganz viele Wochen und dann diese Woche ist mir klar geworden, dass ich das ja irgendwie noch machen muss. Aber ich habe es geschafft. Also heute Morgen habe ich den Käse gemacht, denn mein Vorsatz war, endlich mal pflanzlichen Schnittkäse zu machen. Sowas wie Frischkäse und so hatte ich gemacht, das war auch nie ein Problem. Aber ich habe nie Käse gemacht, den man so runterschneiden kann. Also der wirklich von der Konsistenz ein bisschen fester sein muss. Und das habe ich heute Morgen gemacht. Das Rezept findet ihr nicht auf Zucker und Jagdlust. Aber da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, bis ich das online stellen kann. Also von der Konsistenz ist das ganz gut geworden. Ich habe den aus Mandeln gemacht. Das heißt, ich habe Mandeln eingeweicht, habe die püriert, habe dann Agar-Agar aufgekocht, habe das dazugekippt, das alles durchgemixt, Gewürze hinzugegeben und so weiter. Und am Ende hatte man dann sowas wie eine Käsecreme. Und die Käsecreme habe ich dann in eine Form gefüllt, fest werden lassen. Und man kann es wirklich abschneiden. Also es funktioniert soweit. Ich hätte, glaube ich, nur ein paar mehr Gewürze reinmachen sollen. Aber das wusste ich halt nicht, wie intensiv das ist, wie zieht es durch, das wusste ich nicht. Warum habe ich davon noch nichts probiert? Steht im Kühlschrank. Kannst du gerne probieren. Geh ich da gleich mal. Also hat auf jeden Fall so funktioniert. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich ein bisschen Kurkuma auch hinzugeben, damit es ein bisschen gelblicher wird. Der ist jetzt eher wie so ein Feta. Ja, aber ich bin auf jeden Fall dran. Hat auf jeden Fall geklappt. Toll. Sehr kurzfristig, aber es hat geklappt. Ja. Also, wie verfeinerst du das und stellst das dann auf den... Es haben auch schon Leute gefragt nach dem Rezept. Aber das würde ich noch nicht rausgeben. Ich würde noch ein bisschen dran feilen und dann... Oh mein Gott, sowas habe ich ja übrigens auch noch in Sachen Käse. Das ist aber gar nicht mein Monatsvorsatz. Aber ich arbeite übrigens immer noch an veganen Mozzarella-Sticks. Stimmt, Veganen Mozzarella habe ich schon hinbekommen. Ja. Das Rezept könnten wir mal online stellen. Das schlummert irgendwo noch. Ja. Voll gemein. Wahrscheinlich würden sich ein paar Leute auch freuen darüber. Aber ich mache es. Das war voll gut. Ich mochte den. Ja, aber das einzige Grundproblem, was ich mit dem hatte, ist, dass es am Anfang super ist und aber nicht sozusagen standhält unbedingt. Der ist jetzt nicht für die Lagerung unbedingt gedacht. Okay. Aber vielleicht müsste ich das einfach noch mal ein bisschen austesten mit unterschiedlichen Salzlaken oder so, ob man das dann nicht doch auch hinkriegt. Irgendwann wurde der ein bisschen pumpig. Der wurde ein bisschen wie dieser Blubfisch. Kennst du den, wenn der in der Luft ist, so zerfällt? So ein bisschen. Oh nicht Appetit darauf. Was ist denn dein neuer Monatsvorsatz? Oder ist dein neuer Monatsvorsatz, dein Käse zu verfeinern? Nein. Also den Käse verfeinere ich eh, das mache ich sowieso. Aber mein neuer Vorsatz ist, den habe ich mir im Urlaub jetzt in Florida geholt. Und zwar waren wir da in den Universal Studios. Das habe ich dir auch schon erzählt. Und da waren wir in so einem Spaßpark, den Universal Studios, und da gibt es so kleine Snackstände, wo man überall dran vorbeiläuft und wo man sich halt so süße Sachen auf die Hand holen kann. Und da gab es etwas, was ich vorher noch nicht gehört habe, und das war ein Brookie. Ein Brookie ich erinnere mich. Ist ein Mix
aus einem Brownie und einem Cookie. Das heißt, man, also so stelle ich mir das jetzt vor, so würde ich es auch machen, mal gucken, was funktioniert. Man backt sozusagen einen ganz normalen Brownie-Teig in der Form und gibt dann obendrauf so kleine Tupfer Keksteig. Und dann würde ich das einfach gleich backen. Ich muss mal gucken, ob das mit der Backzeit hinkommt, ob der Brownie vielleicht länger braucht als der Keks, das weiß ich noch nicht. Und dann backt man das Ganze mal auf und dann hat man so einen soften, ganz, ganz, ganz weichen und mächtigen Brownie und obendrauf noch so ein bisschen Knusperkeks. Und ich stelle mir das ja ganz, ganz, ganz toll vor. Okay, jetzt behältst du sozusagen die Konsistenz von beiden. Es wird dann nicht sozusagen zu Ei. Also ist getrennt. Also ist eindeutig sichtbar getrennt. Und ich hoffe halt, man kriegt das so hin, dass der Brownie wirklich so soft bleibt und der Keks wirklich knusprig. Brookie ist gar nicht so ein geiles Wort. Nee, ist es nicht. Vielleicht kommst du mit dem hast einen geileren Titel. Aber ich finde es eigentlich geil Problem. In diesem Podcast heute. Ich sag das sonst nie. Ich habe das Gefühl. Ist geil. Ja, genau. Also daran würde ich mich gerne machen. Vor allem, wir haben ja auch im... wann strahlen wir diesen Podcast auf? Am Freitag, ne? Ende Mai. Das heißt, der nächste Podcast ist dann Ende Juni wahrscheinlich. Ja. Genau, vielleicht mache ich das sogar für unser kleines Sommerfest. Mal gucken. Wir machen ja Ende Juni ein kleines Sommerfest. So. Vielleicht bringe ich da ein paar Brookies mit und verwirre die Leute mit dem Namen. Ja. Das große Brookie Sommerfest. Jetzt zu deinem Vorsatz. Mein Monatsvorsatz ist ebenfalls wieder ein konkretes Rezept. Mhm. Und du wirst es wissen, denn ich hadere mit diesem Rezept schon seit mehreren Wochen. Ja, ich weiß es. Ist es was Süßes? Was? Süß? Ja. Okay. Es gehört zu unserer Reihe Wünsch dir was. Ja. Einem Format bei Zucker und Jagdwurst, bei dem ihr euch im Prinzip Rezepte wünschen könnt. Um ein bisschen auch nicht einfach nur zu Rezepte zu machen, die vielleicht euch überhaupt nicht interessieren, fragen wir euch regelmäßig, was ihr euch von uns wünschen würdet. Da bekommen wir ganz, ganz viele Antworten. Die sind alle geil, aber sind natürlich auch dementsprechend... Ich habe schon wieder geil gesagt. Oh mein Gott. sind tolle Ideen, aber sie sind dementsprechend, weil ihr sie euch wünscht, heißt es, sie gibt es ja wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, sie sind auch einigermaßen kompliziert in der Umsetzung. Mhm. Auf unseren Listen vertraut uns... stehen all diese Süßigkeiten, die ihr euch alle wünscht, die es gibt, nur nicht in vegan bisher, die sind alle mit drauf. Und eine von denen, dachte ich, ist für den Sommer perfekt und es ist Werbung wegen Markennennung, Joghurette. Fand ich auch immer richtig lecker früher und ist, finde ich, für den Sommer perfekt. Ich dachte auch so zur Erdbeersaison, packe ich dieses Wünsch-dir-was-Rezept auf den Blog und es ist wirklich nicht so einfach. Man hat ja mal ein bisschen, was wir versuchen auf dem Blog, ist ja Rezepte nicht zu kompliziert zu machen. Das ist sowohl in der Zubereitung, aber auch in den Zutaten selbst. Also eigentlich wollen wir eben nicht aus unserer Berlin-Bubble davon ausgehen, dass ihr Zugang zu XY-Zutaten habt, für die auch wir in den Biomarkt gehen müssen. Sondern eine sehr nutzerfreundliche Nachmache zu machen. Und es ist wirklich nicht so einfach. Also ich kann jetzt schon, ich kann keinen Joghurt nehmen und ich kann auch keinen veganen Quark nehmen. Beides hat nicht zu guten Ergebnissen geführt. Was die Joghurette angeht, nach was es jedoch geschmeckt hat, ist nach Frufo. Und du kanntest es nicht. Nein. Und ich habe das wahnsinnig gerne in meiner Kindheit gegessen. Aber es ist ja auch so ein Ostding. Deswegen kenne ich das nicht. Und es gibt Petitionen, dass man Frufo auch wieder zurückbringen soll. Oh Gott. Und von daher überlege ich sozusagen noch, ob selbst wenn ich die Joghurette irgendwie dann doch hinbekommen sollte, hoffentlich im nächsten Monat und sie hoffentlich dann auch schon online ist, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Wenn ihr wollt, wenn ihr an Frufo interessiert seid, in vegan. Erklär dann doch mal kurz, was Frufo ist. Weil ich kannte das ja auch nicht. Das stimmt. Sehr, sehr guter Einwand. Frufo ist im Prinzip was Ähnliches wie Joghurette. Es ist eine Hülle aus Schokolade und da drin ist aber dann tatsächlich eine eher wirklich sehr joghurtflüssige Mischung mit ein bisschen Erdbeere. Das war wirklich so ein kleines Raummännchen, wie nennt man das so? Ein Kosmonaut? Ja, sowas. Ein Raumfahrer. Raumfahrer, nicht Raummännchen. Korrekt. Wie so eine Art kleiner Kosmonaut war da drin. Es gab auch so eine kleine Figur in der Mitte und es gab die in zwei Varianten. Es gab einmal wirklich den Joghurt, der war dann in so einer UFO-Form, deswegen UFO, Frucht und UFO. Mhm. Die war so rund, in der Mitte war dann das kleine Männchen zum Spielen. Und dann gab es aber auch noch wahnsinnig teure, eben von diesen Joghurette-ähnlichen. Die waren auch wie kleine UFOs geformt und waren eben außenrum Schokolade drin, diese super erfrischende, weil im Kühlschrank... Erdbeer-Joghurt-Füllung.
Und die war exakt das, was wir wirklich gegessen haben. Das hat mich direkt daran erinnert und denen, die es zum Probieren gegeben habe und die Frufo kannten, haben auch gesagt, es schmeckt wie Frufo. Also ist der große Unterschied eigentlich zwischen der Joghurette und dem Frufo, dass die Füllung, also die Füllung ist bei dem einen joghurtlastig und halt so ein bisschen schlabberig oder ein bisschen viel flüssiger auf jeden und bei Fall. Joghurette ist es ja eher fest und eher es wie ist so eine Frechheit, das heißt ja Joghurette, ja, das heißt, okay. Ich bin natürlich, hätte ich jetzt erstmal mit Joghurt angefangen als Füllung, ja. Aber die Füllung kennt ja jeder, der das schon mal gegessen hat, fließt ja überhaupt nicht, nee, es ist ja wirklich eigentlich wie so ein Schokoladenriegel, den man so aufbrechen kann und da läuft nichts. Ja. Das heißt, ich habe gehofft, dass das irgendwie fest wird und es wird aber bisher nicht so. Aber ich nehme mir die nächsten Wochen noch einmal, um daran zu arbeiten. Sehr gut. Gut, dann haben wir das auch geklärt und dann sind wir durch mit der Folge, oder? Korrekt. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Ich habe gar keinen Zettel. Ach, stimmt. Okay, dann hören wir uns Ende Juni wieder zur nächsten Folge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen oder ihr folgt uns hier auf Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Wir sind ja bei ganz vielen Anbietern. Genau, ich werde es nicht lesen, aber Isa wird es weiterlesen und seid nett zu ihr. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder irgendein Feedback, dann schreibt uns gerne an podcast@zuckerjagdwurst.com und dann hören wir uns im Juni wieder. Tschüss. Tschüss.